Hallo, mein Name ist Christian Freisling. Ich bin bei der Fachhochschule St. Pölten für das Projekt Inverted Classroom zuständig und auch bei den Vorbereitungen zum Tag der Lehre 2016 involviert. Wir werden jetzt gleich Ausschnitte aus einem Videogespräch sehen, was ich geführt habe zum Thema Kompetenzorientierung und Lernräume. Hallo, mein Name ist In Markus diesem Video werden Indersberger. wir Ich bin an der kurz FH St. über Pölten, Professor für experimentelle Medien und bin hier jetzt seit 10 Jahren tätig und habe in diversesten Studiengängen, hauptsächlich im Bereich der Medientechnik, eine Schnittstelle hier etabliert zwischen medienkünstlerischen, Anwendungen und Szenarien als auch technischen, aktuellen, Möglichkeiten, sich künstlerisch zu äußern. Hallo, mein Name ist Katja Ninnemann. Ich bin Architektin, bin akademische Mitarbeiterin an der Hochschule Heidelberg und bin Projektleiterin vom Projekt Lernraum Campus an der Hochschule in Heidelberg. Mein Themengebiet ist eigentlich die Schnittstelle zwischen Didaktik und Raumumsetzung. Und dort interessiert mich insbesondere der Shift vom Teaching to Learning, wie das durch neue Raumerstattung umgesetzt werden kann. Wie gesagt, ich arbeite in dem Projekt und forsche auch in dem Projekt an der TU Wien. Markus Wintersberger wird jetzt etwas berichten über den Weg der FH St. Pölten zum Campus der Zukunft. Die Idee natürlich, die Lehrräume umzugestalten, treibt uns, glaube ich, alle immer wieder voran, auch als aktive Option, unsere Lehre grundsätzlich in eine neue Verordnung immer wieder zu setzen und dadurch auch Spannungsräume zu erzeugen, die gerade beim Lernen als auch Vermittlung eine extrem wichtige Rolle spielen. Das machen wir ja auch die letzten Jahre, auch hier in diesem Neubau, der vor 10 Jahren eröffnet wurde, gibt einige Problemstellen auch, die wir entdeckt haben oder die sich mit der Zeit auch natürlich herauskristallisiert haben. Die Offenheit dieser räumlichen Konfigurationen sollte hauptsächlich Ziel unseres neuen Planungsarchitekturraums sein. Das heißt, mögliche Flexibilität, mögliche Interdisziplinarität, mögliche Verschränkung von virtuellem als auch realem Raum. Das sind für mich die wesentlichen Aspekte, die ich auch quasi im Bereich der experimentellen Medien immer wieder auch mit den Studierenden versuche zu besprechen, als auch zu bespielen. Die wesentliche Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist natürlich auch, was wir hier jetzt auch gemeinsam schon tun, uns quasi im Virtuellen zu connecten, zu besprechen, zu sehen, miteinander zu interagieren. Das sollte eigentlich Ziel einer realen architektonischen Umsetzungsvariable werden und wäre natürlich so ein utopischer Idealraum, in dem wir uns vielleicht eh schon alle befinden, aber auf dem Weg wir uns jetzt alle quasi begeben, gemeinsam begeben und dadurch wird das Ganze wahrscheinlich auch eine sehr lebendige Sphäre des ja, verschränkten Lernens aus Anwesenheit, Abwesenheit, Verfügbarkeit, Gleichzeitigkeit als auch einer weltumspannenden Transparenz unseres Tuns, das sich, glaube ich, ganz gut zeigen wird. Katja Niemann wird nun zu ihren Erfahrungen in Heidelberg berichten, wo ebenso die Weitergestaltung von Lernräumen ein ganz wichtiges Thema ist. Bei uns ist ja vor 4 Jahren das Core-Studienmodell eingeführt worden, das auf kompetenzorientierten Lernen und Forschen basiert. Und im Zuge der Umstellung von Didaktikmethoden, kleinen Lehrveranstaltungen, aktivierenden Lernmethoden kam immer mehr Rückmeldung zurück, dass die Lernräume nicht mehr funktionieren, dass im Prinzip die Möbel im Weg stehen und dass sich etwas ändern muss. Laufend wurde das Projekt Lernraum Campus initiiert. Und momentan sind wir dabei, ja, fast 1500 Lernarbeitsplätze neu einzurichten, nach einem ja, Konzept eigentlich dieses Active Learning Approaches. Und wir haben dann einen sehr offenen, partizipativen Weg gemeinsam mit den Fakultäten, mit Ansprechpartnern aus den Fakultäten Konzepte entwickelt, Standardkonzepte, auch Special-Räume, wo wir sehr kreativ auch arbeiten und arbeiten können. Und da sind wir gerade auf dem Weg. Dieses Jahr ist die Umsetzung und ab Ende 2016 wird ein Forschungsprojekt draufgesattelt, wo wir die Räume evaluieren. Also wir möchten gucken, haben diese neue Raumausstattung Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung unserer Studierenden?
Genau, da bauen wir gerade 5 Forschungslabs auf, die auch als reguläre Lernräume genutzt werden können, aber halt dann wirklich erforscht, untersucht werden nach quantitativen und qualitativen Methoden. Das ist unser Weg und ich freue mich im Rahmen der Veranstaltung, dass wir in Austausch treten, dass wir erzählen können von dem, was wir in Heidelberg machen, welche Erfahrungen wir gemacht haben, welche Erfahrungen die in St. Pölten machen. Ich freue mich schon, die Sachen zu sehen bei euch in St. Pölten und freue mich auf den Austausch mit allen, weil ich denke mal, der Weg ist das Entscheidende. Deswegen auch das schön, dass wir zusammen den Weg dann zu dem neuen Gebäude gehen und dort im Laufen neue Sachen vielleicht entdecken und Ideen entwickeln können. Vielen herzlichen Dank für diese spannenden Inputs an meine Gesprächspartnerin. Und ja, anmelden für den Tag der Lehre jetzt gleich sofort. Bis bald.